Moin Leute, was geht ab? Pentakill? Nein, das ist ein Pentakill Kratos, aber ich spiele den Championship Traskin. Yeah! Ich habe ihn mir zugelegt für 975 Riot Points. Hatte ihn ja schon mal auf dem PBE getestet, als ich mit Nick Lucien aufgenommen habe. Mir gefällt mir der relativ viel, gefiel mir richtig gut. Und ich dachte ernsthaft wirklich am Anfang, dass sie für den Skin locker auch 1800 wollen. Aber für 1000, also ein bisschen weniger 1000 Riot Points, dachte ich mir, das ist echt ein Schnäppchen und den kaufe ich mir auf jeden Fall und dafür gefällt er mir richtig gut für 1000 Riot Points und den glaube ich nur am jedem empfehlen, deswegen mache ich auch dieses dein Commentary nochmal zu, damit ihr nochmal ein bisschen seht, wie seine Spells abgehen und so. Gangplank Top schon wieder, hatte ich auch letztens schon wieder gesehen. Wollen wir mal invaden hier rüber? Was spielen wir überhaupt? Machst du hier? Oh Gott, lass mal waden. Komm mal mit, wir invaden mal. Oh! Das muss stehlen. Mit dabei. Oh! Baddest Hook in my life. Die kriegen wir auch noch, die kriegen wir locker auch noch. Ich muss erstmal ein bisschen auf Clash einsammeln. Okay, Asylfan ist auch da, als Ash. Flash der Penner. Kranke Runde, Leute, kranke Runde. Der kriegt gleich noch einen dritten Assist. Hab Assist drauf. Oh Mann. Lustiger Start. Mir erstmal richtig mit Wards ein. Ja, meine Hooks waren gerade noch nicht so gut. Sorry an dieser Stelle für den gleich schreiben. Das kommt gleich noch. Ich trinke einen Schluck Bismarck Apfelschorle. Dann schreibt ihr an dieser Stelle. Schmeckt eigentlich gut. Wenn ihr gute Apfelschorle trinken wollt, trinkt Bismarck Apfelschorle. Okay, mit Crit fällt die Wing an. Interessant. Auf jeden Fall gar nicht wirklich lustiger starten, das finde ich einfach recht lustig, ist einfach. Aber ich hätte ungefähr mein Hook dreimal ready auf eine CD von 20 Sekunden. Oh, ist doch gut an hier so. Aufpassen. Ich muss richtig aufpassen jetzt. Ich nehme ihn. Eine W-Salbe und sind beide tot. Ah, egal, gut schon. Und jetzt kommt gleich, er ist tot. Ich habe mein E, sorry. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht mit Dings töten. Ah, er fängt auch mit Boots an dieser Stelle. War doch gar nicht so schlecht, weil er diese Pots hatte. Also, was macht der Typ denn? Ich dachte, er läuft da voll rein. Ich dachte jetzt gerade, dass wir ernsthaft beide tot sind. Aber keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Er hätte mich mehr beim Ort töten sollen. Oh, er war Level 3, Red and Blue. Er hatte 200 Leben, ich wäre instant tot gewesen.
Vielleicht hätte ich mich noch ein bisschen mit Hooks E und W beschützen können. Ich weiß nicht. Hätte auch gerne mal gesehen. Okay, Strider Mitte mag ich ja nicht, aber Kratos Mitte mag ich. Strider Mitte sind mir echt immer stark. Die Ulti und die Pflanzen sind stark und werden auch richtig nervig. Friss Auto-Attack. Dann nochmal die schöne Animation. Da war so ein schöner Hoch, Freunde. Ach Gott, das ist lustig. Da dann habe ich nochmal mit zum Zauber geworfen, mit meinem E und hat dann Makro bekommen. Will ich noch ein paar Sesilien einsammeln? Ist das Ward? Nicht das Rohr zerstören? Da, ja, 5 Gold für dich. Für ihn wahrscheinlich 15, für mich 5. Oh, Dank. Hab ich Lags? Ne. Wir haben auch richtigen Levelvorteil. Ich glaube, wir würden ihn einfach so auseinandernehmen. Die Frage ist, ob wir jetzt stainen sollten. Wir sind zwar Level-Vorteil und ich werde mich ganz gut hochregen. Ash aber eigentlich auch. Dass es ein bisschen defensiv durchzieht. Der tut weh, der Auto-Attack. Ohne Zweifel. Meine Seele. Schöne Ulti. Ups, hab den falschen gedingstet. Ich komm davon. Nein! Wayne war in Reichweite. Ja, den kriegt er noch, den kriegt Wayne noch. Ash. Nee, geh weg. Aber ich gebe noch einen Auto-Attack. Genau, sehr gut. Wo ist er denn? Wo ist mein Rubin-Kristall? Der erste Rubin-Kristall. Wo sind die Boots? Da. Port nehme ich mir noch mit. Haben wir einen bekommen? Ne, ich glaube, wir hatten gerade keinen bekommen. Bisschen ärgerlich, dass der Master Healer gerade kam. Hat mir keinen River Ward. Warwick sollte sich echt mal erstmal zu Level 6 hochleveln. Dann wird sein Gank richtig hart locken. Zum Beispiel auf der Top Lane mit Ulti Gank bleiben. Ist auch echt ein Kill dann für unser Team. Wow. Ja gut, fahren weiter. Ich halte eigentlich wirklich nur ein bisschen vom Farm ab. Ash soll farmen. Noch gleich Level 6. Da haben sie noch einen Ward drin, das weiß ich. Ui, die kostet euch bei Ash 150 Mana. Ja. Passiert. Dass er den fällt. Okay, Kratos hat auch Ulti ready. Card press R to win. Und was sehe ich denn da? Ulti, glaube ich einfach. Mach einfach Ulti. Ja, nice.
Das Master hier ist auch noch verreckt. Oh nein. Der war hier irgendwo. Flashdown, er hätte mich bekommen mit den Minions. Dieses scheiß Minion. Schieß ihn ab. Spielt gerade eher ein bisschen mehr auf Kit als auf Farming. Die Backpot-Animation sieht eigentlich ganz nett aus. Endlich, das ist meine wichtigsten Items. The Silverstone, ein Port, Boots und, das Ward Item. Da kommt die Ash und die jetzt in die Mitte geflogen. Nein, aber sie ist vorbei. Aber Top Lane? Nein. Ulti? Ja, das dort. Schön. Pass auf. Das hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Oh, meine Hooks sind so scheiße, Freunde. Das ist aber echt so, meine Hooks sind echt gerade richtig beschissen schlecht. Da ist noch der Dings drin. Ich mach nicht mal diesen random Hook treffe ich. Den Skin gar nicht verdient. Dings gut zu holen, die Dings noch drin. Die Sarah. Aber wenn Sarah so ein paar Spells misst oder einfach nur Midlaner, dann könnt ihr auch nicht mehr als Auto-Attack machen. Stell dir vor, sie misst ihren E, hat sie gemisst, ihren Q hat sie gemisst, und was soll sie da machen? Und Ulti hat sie auch daneben gehauen. Von daher ist es eigentlich Midlaner echt fast die schwerste, also zum Beispiel so ein Dings hier, ich hab mir aber gerade entweder ein bisschen Afrika oder Disconnect oder irgendwie sonst was. Ja, er hat den Disconnect. Das erklärt alles. Der kommt wieder, der kommt auch wieder. Aber mit Kratos. Schade. Ah, schon wieder da? Auf Träne geht der. Oh, ist okay. Ist hier alles. Wow. Ich wollte die Ulti gar nicht aktivieren. Blade. Versucht er anzufinden, den Trash zu chasen. Wer ist er denn? Ich glaube, der wäre es. Kratos geht, hat die aggressiv rein. Ulti ist auch noch drin. Ja, er geht zurück und Ulti, denke ich. Ja. Das ist so unfair. Ich finde es eigentlich auch ganz. Nice. Nimmt er den auf der Top-Lane mit? Wenn einfach der mit einfach ein bisschen Schaden kriegt, das finde ich auch mal recht nervig dann. Einfach so, das würde mich aufregen, wenn der Gegner wäre. Und die ganze Mitte, er hat gar nichts damit zu tun, eigentlich mit der Ulti, und auf einmal kriegt er trotzdem Schaden. Die Frage ist, ob die Ulti da ein bisschen übertrieben war. Aber sicher ist sicher. Nehmen seine Seele mit vom Alistair.
Ist er gestorben in der Mitte? Weiß es nicht. Schön weiter auf den Zerra gegangen, aber ne, reicht der Damage nicht. Hat er nicht genug Burst. Hab ihn getroffen. Durch diese Dings, dann wird der Autotext wirklich so langsam. Wow! Ne. Tack! Und er ist auch tot. Das war's, ich bin tot. Jungle haben wir Warwick. Der sieht nicht aus, als wenn er drauf geht, also kaufe ich mir das Item. Und schönes Item auf Trash Solari. Waren wir da wieder zu aggressiv, ich denke mal. Den gesmited? Ah, ne, muss drauf aufpassen. Und mein Ulti hat er nicht down bekommen. Da muss noch ein Q treffen und er ist tot. Und seine Stoffrüstung retten ihm das Leben. Ich hab Red und Blue. Ich krieg beide. Press Air to win. Ganz einfach Regel. Push Button. Was? Die sind abgefarmt? Ein Roden ist er. Kann man nur einfach die Dings machen. Ich hol mal die Minions. Statt dem Blue geht das eigentlich ganz gut ab. Ich habe mir da eigentlich auch sehr gute Wischen hier. Okay, Ash hat keine Ulti, weil ich dachte, er will sich schieben. Die ist tot. Oder? Ja, die ist tot. Oh, mein Ding ist auch noch getroffen, mein Hook. Ey. Der Fieger tot. Alles da spielt irgendwie ganz gut, komisch. Ulti ready, Ash? Nein. Lol, hab ich gerade geflasht. Ja, good job, Team. Ja, ganz cool von der Animation, wie alle so ein kleines Schild bekommen. Autotag für Red Buff. Tut aber überhaupt nicht wie die Pflanze. Also die Passive. Also den der Ulti zu treffen ist echt richtig hart. Was will ich denn? Gut. Nein! Was kommt der Warwick hier einfach an?
Drück auf die Laterne. Bad. Schönes Hourglass. Auf jeden Fall kriegt er da noch den Gangplank. Das ist so asozial. Diese Ultimate. In einem Wort will ich sie wirklich als asozial ausdrücken. Top Lane wird gerade gut gepusht. Schön, aber. Tower liegt bei ihm, ne? Macht auch einen ganz guten Schaden, das sage ich einfach Syrah. Obwohl sie eigentlich nicht gut gefeedet ist, macht die richtig guten Schaden. Nö, die liegt wohl recht weit hinten, 3, 5, 4. Also nichts Besonderes. Du machst euch immer, das ist eigentlich ganz gut. It's break time. Wir brauchen nicht schnell Smite. Geh weg. Ich hab sie keine Vision mehr. Und hier keine Vision mehr haben. Ihr könnt ruhig drauf gehen, weil ich wäre dann dran gewesen, hätte dann hoppen können. Kubetski kommt auch ran. Zack, 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 zack. Nervt ihn mal ein bisschen mit. Ich will die einfach raushocken und sagen, Uzi, weil das ist etwas, wogegen die Uzi nichts macht gegen Hook. Ich hab ihn unten getroffen. Krass. Okay, wir sind alle. So, low HP. Schön gedodged. Ash-Trippe. Da ist auch ein Heiter drin. Wow. Danke. Nein. Wieso ist der Blue nicht da? Wieso? Hätte ich werden kommen. Wer über die Wand ankommt. Wieso ist der Blue nicht da? Wieso? Wieso? Sterbe zu oft, Kartus. 10 Minuten, aber gut geht. Aber eigentlich okay. Kartus ist am Ende aber so ein bisschen die Selbstmordmaschine. Okay, Ash. Sie hat es verkauft. Aber sonst gefällt mir unser Team eigentlich ganz gut. Auch dass Sender ein bisschen tanky geht. Na gut, ganz so tanky brauche ich nicht. Ich hier, nachdem er, wenn er meinen Tag gefunden ist, hätte ich jetzt noch ein bisschen Damage. Aber eigentlich, na gut, Mori geht ja auch wieder ein bisschen auf HD. Also wir haben jetzt 2 Off-Tanks und naja, und Support als Off-Tank. Also 3 Tanks eigentlich vorne. 10 könnte noch ein bisschen mehr auf Damage gehen. Aber er macht trotzdem echt guten Schaden für seine Tankiness. Da muss er aufpassen. Dich. Farmen sie uns ja noch ein bisschen. Oh, der kommt der Flash rüber. Und natürlich der OP. Bock. Das ist so knapp.
kranke Master hieß am Leben. Die sehen. Die brauche ich alle, die sehen. Ah, ich habe ja doch mal einen Hook warten müssen. Was mache ich da? Idiot, ey. Genau. Die Coffee noch nicht, weil ich dann noch ein bisschen die Philosophisten ausnutzen kann. Ja, und die Ash, die geht einfach nur ab. Schön. Ash carried. Nein, misst ihr auch noch die Pflanzen? Ah, oh, dann kommt er gleich raus. Schön gekaltet. Schön, noch ein paar Worte für mich. Ja, dann lass du einfach pushen. So einfach sage ich das. Ja, also ist es auch recht einfach. Wer Toplane, Botlane ist mir recht so was von egal, wo wir pushen. Zumindest sollten wir mal ein bisschen pushen. Vielleicht Red Boots. Sitzt aber jetzt in jedem Gebüsch. Im Gebüsch ein Ward. Katos Red Buff. Katos, wir können das schaffen. Ich glaube an uns beide. Ja, das schaffst du alles. Wir sind tot. Good job. Schön, Ulti, Ash. Alles. Na, ist gewonnen. Gewonnen das Game. Ash schießt den weg. Rechts, Rest weg. Liga da. Auf was das Game wäre ich jetzt gegangen am Ende? Oh, der macht, der hat nichts mehr gemacht am Ende. Damage. Well played, well played. So. Sie haben doch das geändert, wenn ich jetzt hier hingehe. Ne, ja, jetzt geht's wieder hin, Geil, oder? Jetzt ist Game wieder oben. Egal, Freunde, das war Championship Trash als Supporter. Also war halt ein bisschen so das komische Game, wo ich wirklich nur auf Kills gegangen bin. Vielleicht sollte ich auch mal bald mal in der nächsten Season auch mal ein bisschen mal ein Ranked Game zeigen. Wir spielen einiges defensiver, einiges mehr auf Farm und dann auch echt nur auf konzentriertes Gaming. Wo man auch echt nur dann guckt, wenn man auch wirklich weiß, dass man dann einen Kill vielleicht kriegen kann oder es halt sicher ist, man nicht dabei stirbt oder irgendwas kranke Situationen macht. Wie gesagt, das war Trash mit den neuen Skin. Hoffe, es hat gefallen. Schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut.